Oh, Dankeschön, Dankeschön. Ich bin nach wie vor echt geflasht. So, ich habe echt nicht damit gerechnet, dass Leute das mögen. Vielen Dank, das freut mich sehr. Dankeschön. Also von Regisseuren beeinflusst bin ich wahrscheinlich seit meiner frühesten Jugend und Kindheit an, ne? Also meine Mama hat mir, glaube ich, mit 12,5 zum ersten Mal alle Filme von Cassavetes gezeigt und hat so gesagt, guck mal. Und das Einzige, was ich interessant fand, ist, dass da nackte Frauen vorkamen, weißt du? Und ich habe, aber trotzdem bin ich sehr früh schon eben an das, was man vielleicht Filmkunst nennt oder so, irgendwie über meine Mom herangeführt worden. Und wenn ich da anfangen müsste, dann der eben genannte sicherlich, das gesamte New Hollywood-Kino eigentlich zwischen 75 und Mitte 80er Jahre, das sind so für mich, glaube ich, die prägendsten Momente irgendwie. Aber was Cortex selbst betrifft, ich weiß das gar nicht. Ich wusste immer, ich will schreiben und ich will Filme machen irgendwann. Und habe eigentlich eine ganze Reihe von Geschichten gehabt und wusste nie so richtig genau, mit was fange ich an, was ist dieser erste Film, den ich mache. Und dann war es irgendwie der. So, es hat sich, wie das aber genau kam, kann ich dir fast gar nicht mehr sagen. Es ist dann irgendwie ein Riesenprozess gewesen, der sich ja auch über Jahre hingestreckt hat, so, ne? Hast du die Nee, es Kritik gab mehr bekommen? Auswahl. Also ich hatte mehr und das war eigentlich auch so ziemlich mit das größte Problem zu sagen, was mache ich als erstes so, ne? Weil ja, es ist eigentlich bei Regisseuren ist es oft so, dass es der zweite Film ist, der das große Problem ist, ne? Weil ein junger Filmemacher, der leidenschaftlich ist, von der Filmhochschule kommt, der hat ein junges, wildes Leben im allerbesten Fall und packt alles, was er übers Leben weiß, in diesen ersten Film, macht ihn dann hoffentlich mit viel Kraft und dann steht er beim zweiten Film da und sagt, was mache ich jetzt, ne? Weil du eigentlich alles in diesen ersten Film investiert hast. Bei mir ist es anders. Ich weiß nicht, wie viele Filme als Schauspieler gemacht. Und dann ist quasi dieser erste Film wie der zweite, ne? Dass man so sagt, wenn ich das mache, dann muss das auch irgendwie ich sein, so. Und dann muss das auch richtig sein, es muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, inhaltlich stimmen. Und das ist gar nicht so einfach. Und dann hat sich irgendwie dieser verworrene Filmkortex irgendwie als das Beste rausgestellt, weil so sehr ich glaube, dass ich bei dem Film auch viele Fehler gemacht habe, ist der Film, das bin schon ich. Also jeder, der mich ein bisschen kennt, der weiß, nö, das ist Moritz. Und was ich daran gut finde, ist, dass, ja, dass er eben so ein Wegebner ist dafür. Also ich finde es geil, wenn man so denkt, wenn der Filme macht, der Junge, dann kommt da irgendwas Komisches. Das ist vielleicht nicht die leichteste Kost, das ist vielleicht nicht einfach nur Popcorn, sondern das ist immer eben auch ein bisschen so. Und das gefällt mir. Ja, Nolan natürlich, Fincher, Winding Refn, das skandinavische Kino, Ariaga, das mexikanische Kino der letzten 10, 15 Jahre, ganz massiv. Filme wie ja, Inception natürlich, Memento, das Kino also die gesamten Schreibsachen von Christopher McQuarrie, Usual Suspects, so das ganze Zeug. Ich mag unheimlich gerne so Versatzstück, weißt du, so wo du ups und ah und ups und ah, so ein Kino, das macht mir unheimlich viel Spaß. Und es kann sein, dass es für den einen oder anderen halt hier und da schwer ist, Anschluss zu finden und man sagt vielleicht, ups, da habe ich es verloren. Aber mir machen Filme unheimlich Spaß, wo man auch quasi selber gefordert ist als Zuschauer, weißt du, als Rezipient, wo man sagt, nö, du musst auch ein bisschen selber mitdenken, musst ein bisschen selber mitmachen. Und ja, das sind so, glaube ich, die größten Inspirationen, die ich gehabt habe für den Film. Nicht wirklich, nicht wirklich. Ich weiß nur, dass, also aus der Recherche, dass die Leute, die das wirklich ernst nehmen, also dass das wirklich wissenschaftliche Züge annimmt, ne? Also das ist nichts, was man mal eben so halb macht, sondern das fängt eben an mit jahrelangem Traumtagebuch, wo man eben über das Aufschreiben, es funktioniert so, dass man einfach immer was zu schreiben neben dem Bett hat und sobald man aufwacht und wenn der Traum noch da ist, es sofort aufschreibt. Und das trainiert das Hirn wiederum, sich an die Träume zu gewöhnen. Das ist die erste Phase, das musst du greifbar machen. Und dann gibt es eben Leute, die tatsächlich erzählen, dass sie, keine Ahnung, da nachts dann eben auf den Bermudas mit Rihanna Partys feiern, so, ne? Und das ist schon lustig. Also es ist irre, dass es diese Realitätsebene gibt, von der wir eigentlich überhaupt nichts wissen. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent unserer Zeit wir damit verbringen im Schlaf und wir eigentlich bis heute nicht die geringste Ahnung, was da einfach abgeht. Weder neurologisch noch spirituell, so richtig wissen tun wir das nicht und gleichzeitig passieren die verrücktesten Dinge, weil ich glaube, jeder hat schon mal einen Traum gehabt,
der sich so mit der Realität vernetzt hat irgendwie, dass man gesagt hat, wuh. Also das klassische Beispiel, du träumst schlecht von jemandem, rufst an oder fühlst dich gezwungen, bei demjenigen anzurufen und zu fragen, ob es ihm gut geht. Ne? Also wo wir alle, also ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der negieren kann, dass es einen effektiven Zusammenhang zwischen der Traumrealität und unserer Realität gibt. Und gleichzeitig wissen wir nichts darüber. Und für mich als Filmemacher ist das die ultimative Faszination, weil das ist ja, eigentlich haben wir alle ein Kino im Kopf. Ne? So, und sobald wir die Augen zumachen und einschlafen, geht das Licht an und der Film fängt an. Und wir schreiben ihn selber, aber wir haben ihn nicht in der Hand. Und das ist, das finde ich faszinierend. Und wenn mir Leute erzählen, ich kann das bewusst, ich kann bewusst träumen und fliege dann nachts über Manhattan, finde ich ganz geil. Aber ich kann es leider nicht. Ich kann es leider nicht. Ja, es ist vor allem, also ich habe, glaube ich, für mich jetzt ganz gut gelernt, so was ich für ein Regisseur sein möchte. Ne? Das ist ähnlich wie in der Schauspielerei. Ich glaube, man muss viel mehr, als dass man entscheiden muss, dass man ein Schauspieler sein will, muss man entscheiden, vor allem, was für ein Schauspieler man sein will. Ne? Also, wie sieht er aus? So, wie definiert er sich inhaltlich? Definiert er sich inhaltlich? Definiert er sich physisch? Ist er lustig? Ist er dramatisch? Ist er beides? Das ist gar nicht so einfach. Und als Regisseur ist es ähnlich. Und ich glaube, ich habe für mich gelernt, ich bin ein Regisseur, ich gebe möglichst viel ab. Wenn ich delegieren kann, dann delegiere ich. Und ich habe für mich das Gefühl eigentlich gehabt, also der viel größere Regisseur bei uns am Set war definitiv der Thomas Kinas, mein Kameramann, der alte Fuchs, der spätestens auch in den Momenten, wo ich gespielt habe, natürlich der Regisseur in dem Moment war, weil ich das auch dann delegieren musste und gesagt habe, wenn ich spiele, das kann ich nicht, das kriege ich nicht zusammen, das musst du dann gucken, wie das wird. Ne? Und ich habe gemerkt, umso mehr ich delegiere und umso mehr ich zusehe, dass ich geile Leute um mich rum habe, die dann auch machen lasse, umso geiler wird. Und das ist, also, es ist zwar vielleicht ein bisschen gemein, aber ich fand das gar nicht so anstrengend. Weil wenn du auf den einzelnen Positionen wirklich geile Leute hast, dann, dann klappt es ziemlich gut. Organisatorisch muss ich noch viel lernen. Da habe ich gemerkt, ui, das kann ich noch nicht so gut. Das muss ich, man muss halt alles an Bord haben. Und das ist nicht so ganz einfach. Das ist übrigens auch das Problem, deswegen spiele ich in dem Film. Ne? Also ich wollte mich ja auch nicht haben als Regisseur. Und tja, dann mussten wir dann halt irgendwann drehen. Und ich hatte niemanden gefunden. Und dann ja, wurde mir halt erst klar, dass das halt dann jetzt gemacht werden muss. Ne? So. Und dann hat mein Partner dann irgendwann ultimativ gesagt, komm, jetzt mach das selber. Ey. Und dann hat der Produzent gesagt, okay, Regisseur gesagt, okay. Dann habe ich es gespielt. Aber es war nicht der Plan. Ich wollte es eigentlich wirklich nicht selber spielen.